Und jetzt könnte ich mir wieder einen Feuerlöscher nehmen, aber wozu denn das? Bäm! Ach, lange kein Shooter mehr gespielt, aber es geht noch halbwegs. Was war das? Ha! 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 Fehlgeräusch. Hunde? Oh nö! Ich dachte auch gerade, was zum... Ey, da schicken die Hunde auf einen los. Ist das unfair? Na komm, du willst doch nicht. Nein. Auf. Ahaha. Jetzt komm. Sei mal nicht so. Oh, diese Blutspritzer. Ich weiß nicht, irgendwie Kane and Lynch 1 fand ich von den Effekten ein bisschen besser als das hier. Also das hier ist ja erstmal so... YouTube-Look gefällt mir nicht. Um es mal generell zu sagen. Aber ich spiele das Spiel trotzdem, weil es geil sein wird, hoffe ich. Ich gehe rein! Und ich gehe hier hin! Ha! Oh. So. Bam. Langsam müsste ich ja so nah kommen, dass ich sogar Nahkampfwaffen... Also, sprich, Schlotflinte! Ja klar, eine Schlotflinte. Ich bin auch so eine Schlotflinte. So. Da hinten sind sie. Aha. Dann gehe ich jetzt mal hier hin. Oh, schön. Nachladen, sehr gut. Was ist denn dieses... Wer hat dieses... gemacht gerade? Ich weiß es nicht, aber... Der macht's gleich. Nee, das war ich mit dem... Ach, diese schönen Schmerzschreie hier, die man so kennt. Leuten in Ballerspielen. Okay, es wird schon alles gut. Oh, cool, eine neue Waffe. Nee. Dann nehme ich dafür die. So, es wird alles gut. Bin ich hier richtig? Rolltor anheben. Okay, mache ich. Oh, das habt ihr fein gemacht. Oh, seid ihr gut. So. Oh, durch so einen kleinen Treppenflur zu viert durch. Wer verdammt ist dieser Sing? Klar. Es... Ärger. Drogen, Prostitution, egal. Dem Wichser ist echt nichts zu schmutzig. Und er kann mit Messern... Dem ist nichts zu schmutzig, also verdient er sein Geld mit Prostitution. Der verkauft sich selber. Nicht, dass jemand jetzt irgendwie denkt, er verkauft Mädels, nein. Dieser Typ, über den sie reden, der verkauft sich selbst. Seinen Körper an irgendwelche reichen Säcke. So, ist hier irgendwas? Das ergibt doch keinen Sinn. Ich hab ihm nichts getan. Ist anscheinend. Doch, da kommen Leute. Er killt uns nicht. Nicht ohne Warnung. Na, Moment. Ich gehe noch ein Stück hoch. Ich werde mal sehen, ob ich eine strategisch tolle Position hier irgendwo finde, von der aus ich die Typen abschießen kann. So. Die sich da unten verschanzt haben. Wenn ich sie denn überhaupt mal sehe. Wo sind denn hier welche? Ich sehe sie nicht mal. Also gehe ich noch ein Stück höher. Haha. Und zwar hier hin. Und hab. Ach, da unten ist einer. Okay, der ist weg. Ah, da hinten ist noch einer. Okay. Da. Ich lade nach! Ja, schön für dich! Und. War's das? Nein. Zack. Was zum? Was habe ich jetzt mit dem gemacht? Hab ich den mitgezogen oder was? Der soll sich an der Wand verschanzen. Ey, meine Leute sind anscheinend nicht sehr schlau. Naja, dann gehe ich doch wieder runter. So, Hauptsache, ich komme hier erstmal an den Leuten da vorbei. So. Ja, ich gehe da durch und jetzt verschanze ich mich hier hinter. Und zack. Ich hasse Cops. Ja, ich hasse Cops auch und kann man halt nichts machen. Die kommen einem halt in die Quere, wenn man doofe, krumme Geschäfte macht. Aber sonst geht's. Da war doch einer noch. Oder nicht? Nö, jetzt nicht mehr. Gut. Wow. Na komm. Polizisti. Na kommt. Wow. Das hätte ich nicht tun sollen. Egal. Klappt trotzdem. Au, fuck. Fuck, fuck, fuck. Jetzt muss ich darauf hoffen, dass nichts passiert weiter. Gut.
Oh Mist. Sekunde. Ein Glück, dass ich den, dass ich das Ganze überlebt habe, ey. So. Haha! Ne, 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 ne. Ich hab wieder einen abgeschossen. Oh! Du willst auch noch? Gut, kannst du haben. Keine Ahnung. Rufen Sie da. So. Und bleiben Sie unten. Was haben wir jetzt hier? Wir halten erstmal die Augen offen. Die Cops sind schon da. Bam! Oh, ey. Was? Der macht gar nichts, oder? Hat der gerade nichts gemacht? Hat er gerade wirklich nichts gemacht, während er in Lebensgefahr geschwebt wäre? Hm, da unten war einer. Da, ah, dich hab ich. Aua. Tat weh. So, was haben wir hier hinten? Hm, einen Raum. Mit nicht wirklich was drin. Cool. Hey, mach den doch mal kaputt hier. Ihr steht doch direkt... Ey, ihr seid 5 cm von dem entfernt und... Tut so, als ob der gar nicht da wäre. Echt. Ich weiß nicht, ob das wegen mir so ist oder ob die KI wirklich so spinnt. Oder ob es an meinem Rechner liegt. Die Ressourcen für die Grafik, die schon übelst runtergeschraubt ist, die werden... Ja. Also die dafür verwendet werden, sind schon so hoch, dass keine mehr für die KI bleiben oder was. Ja, ist klar. Ja, er stellt sich auch noch dahin, wo man niemals stehen sollte. Endlich mal jemand, der so denkt wie ich. So würde ich das nämlich auch machen. Hm. Sind hier noch Leute? Also so Gegner. Oder besser gesagt, wo sind sie? Weil da sind sie immer. Ich weiß noch nie wo. Nie wo. Ein Satz mit nie wo. Die Gegner sind da, doch weiß ich nie wo. Ja. Damit wir ein wenig Niveau in dieses Spiel gebracht haben. Scheiße! Ey, cool, ein Kumpel. So, dann kann ich ein Stück weiter. Und ich werde trotzdem abgeschossen hier, es geht gar nicht. Ah! Was stellst du dich vor mich? Weißt du nicht, dass ich schieße? Natürlich weiß er nicht, dass ich schieße, weil, wie gesagt, KI-technisch ist hier nicht viel. Oh ja, Handykamera wackeln! It's a wackeling camera! Das hat uns gerade noch gefehlt. Oh, den hat's ordentlich erwischt. Der hat ordentlich Kugeln abgekriegt, wie es aussieht. Vom Anzug her. Klar? Dann hört zu. Ihr zwei, ihr werdet mit Sing reden. Findet raus, so viel ihr könnt. Aber seid verdammt vorsichtig. Okay. Hey, da war eine McDonald's-Werbung oder sowas. Dieses Blaue. Das war kein richtiges McDonald's, aber es stand da irgendwas mit Mac und D dran. Ich glaube, das war eine Anspielung. Wenn ihr nochmal zurückspult. Ich wette, dann sieht man das. So, eine Ladezeit. Hurra! Schatz, ich bin's. Ja, und ein Gespräch. Ich komme etwas später. Ich pass auf. Okay, ich ruf dich an. Ich weiß. Wir hatten... Ärger. Habt ihr dieses Handygeräusch da gerade gehört? Dieses Einwählgeräusch? Ah, ey, die haben wirklich auf Details geachtet bei dem Ganzen. Ja. Die nervigsten Details, die es gibt. Ich werde da sein. Versprochen. Pixelige okay, Grafiksachen und Handy-Einwählgeräusche. Ach, dieses Spiel könnte so toll sein ohne diese ganzen Sachen. Weil... Na okay, es ist realitätsnäher, stimmt schon, aber ich weiß nicht. Das sind gerade so die nervigen Sachen. So schlechte Handykameraverhältnisse und... Vergesst nicht, mit wem ja. Es zu tun hat. Hm. Okay, andere los. Fehler, die es so im Leben gibt. Aber trotzdem, das Ganze wird halt als realistisches Gameplay vermarktet. Hier komme ich nicht durch. Cool. Hier passieren viele hässliche Sachen. Noch komme ich nicht durch. Ah. Oh, was haben wir hier? Oh, eine Näherei. Das ist ja so eine hässliche Sache. Ey, ihr habt ja gerade gehört, hier passieren viele hässliche Sachen. Hier wird genäht. Oh mein Gott. Ja. Was ist hier noch? Noch mehr Nähmaschinen. Oh mein Gott, also das ist wirklich hässlich, ey.
Die T-Shirts, die hier und die Jeanshosen und alles, was hier rauskommt, das ist wirklich hässlich. Oh Mann. Wo kam das denn her? Es tut weh. Ach, das war ein Gegner. Oh. Das muss mir ja gesagt werden. Na komm. Haha. Oh, wir hatten wieder Pixelgrafik, als wir dem in den Kopf geschossen haben. Ich frage mich wirklich, also, was ist grauenvoller? Upsa. Jemanden in den Kopf zu schießen und das Ganze zu sehen, was da passiert ist, oder das Ganze verpixelt zu sehen und dadurch eigentlich nur erahnen zu können, was wirklich passiert ist. Wow, fuck. Oh, jetzt bin ich tot. Ich wollte doch nur mal nah ran, um einen Kopfschuss setzen zu können. Wenigstens dieses Spiel in der Hinsicht jugendfreier als andere. So eine verdammte Scheiße. Ey, bringt ja nichts. Schade. Bams. Oi, das war ein Kopfschuss. Oder höchstens 3 Zentimeter daneben. Bams. Na komm, zeig dich, zeig dich. Du willst doch, du kommst doch. Ah, das war jetzt aber wirklich ein Kopfschuss. Wie liegt der denn da? Der hat gerade noch gewackelt. Ey, cool, der hat noch Zigarre im Maul. Hm. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hätte der am liebsten noch gesagt. Aber, naja. So, au. Bams. So, andere Waffe auswählen. Einfach mal so aus Spaß. An der Freude. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hopp. Tommy hat's erwischt. Oh, den okay. Armen Kerl. Das wird nicht einfach. Tja. Was jetzt? Wir gehen weiter. Suchen die anderen. Oh, cool. Die Bewegung sogar. Es gibt ja Spiele, da gibt's sowas nicht. Da bewegen sich solche Sachen, wo man durchlaufen kann, nicht so toll. Aber das sieht geil aus. Das sieht mal geil aus an dem Spiel. Sehr, sehr realistisch. Detailgetreu und so weiter. Das muss man mal würdigen. Ich meine, wie viel Arbeit wird da drin gesteckt haben, das zu programmieren? Ich weiß es nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Grund, das Spiel zu kaufen. Blut, Schweiß und Tränen. Blut, Schweiß und Tränen? Jo, immer. Wir müssen reden. Ja. Leise. Wir reden später. Nein. Als du mich angerufen hast, hieß es, der Deal wäre todsicher. Herkommen, ein paar Tage entspannen und dann die Waffen nach Afrika schippern. So war es auch geplant. Aber das hier ist ein verdammter Bandenkrieg. Shh, reg dich an. Seht, wie sie die Lippen bewegen. Ich meine, das tun sie nicht. Wir müssen nur rausfinden, warum. Mir gefällt das nicht. Keine Sorge, das wird sich alles klären. Oh mein Gott, wie sie die Lippen bewegen. Liegt das an den Grafikeinstellungen oder bewegen sie die Lippen bei hohen Einstellungen genauso wenig? Ich weiß das nicht. So. Hm, hups. Oh, es fängt gerade ein wenig an zu laggen. Warum fängt es ein wenig an zu laggen? Ich weiß es nicht. Es laggt nicht mehr. Gut. Ich glaube, das war ein Speicherpunkt. So, passieren hier noch mehr hässliche Sachen. Wieder eine Nähmaschine und noch mehr. Und ich weiß auch nicht. Also, das ist wohl das einzig Hässliche, was hier passiert. Oh, der ist schon da. Menschlicher Schild. Okay. Ich kann ihn werfen oder ich kann ihn exekutieren. Bam. Tu dir nicht weh. Du. Au. Shit. Jetzt aber schnell in Deckung. Und komm raus aus der Deckung, komm raus. Da ist einer. Aha, da ist... Ah, den kann man die Deckung sogar zerschießen. Sehr schön. Ist ja Holz. Und Holz kann man in diesem Spiel zerschießen. Sehr schön. So. Au. Ich gehe jetzt nach oben. Ah! Und da warten sie schon auf mich. Ah. Hey! Mach mal nicht so schnell hier. Ah, einfach mal reinballern in den Raum. Das habe ich mir mal verdient. Bam! Ah, so. Danach hole ich mir meine andere Waffe wieder, meine Schnellfeuerwaffe. Aber hier so in einem Raum ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht mit einer Waffe, die auf Reichweite eh nicht so viel drauf hat, dafür aber in der Nähe. Da ist das schon mal gut, hier durchzurennen.